wollen die Aufgabe hier sehr konzentriert angehen. Das ist uns, glaube ich, auch gelungen, bis auf die Situation mit der roten Kappe. Da haben wir uns selber eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht, haben einfach nicht kommuniziert in der Situation und etwas unglücklich dann von Daniel Weiler dann auch das Foul begehen musste oder das Foul begangen hat. Infolgedessen dann rote Kappe war natürlich für uns etwas bedauerlich. Andererseits haben wir aber über, ich glaube, 90 Minuten das konzentriert runtergespielt und auch verdient die Tore erzielt. Dann war noch mal in der zweiten Halbzeit eine Situation, wo wir alle ein bisschen bedenklich von außen geguckt haben, wo der Stürmer von Lohfeld und unser Torhüter zusammengeprallt sind. Gott sei Dank ist es nicht so schlimm, wie am Anfang das aussah. Und auch dem Spiel natürlich gute Besserung. Flo geht es in der Zwischenzeit auch wieder ganz gut. Und insgesamt bin ich mit dem Auftritt unserer Mannschaft sehr zufrieden. Wir wollten das konzentriert angehen, seriös angehen. Das haben wir gut erledigt. Und der ein oder andere Spieler, wo jetzt weniger Spielzeit bei uns hatte in der Vergangenheit, hat es auch gut gelöst. Vor allem Alexander Manzig auf der linken Seite hat eine sehr gute Partie gespielt, der viele Torszenen und Tore mit vorbereitet hat. Und da war ich sehr zufrieden. Also insgesamt mit fast allen Spielern haben da ihren Job gut erledigt. Und das war für uns auch wichtig. Okay. Vielen Dank.